So, liebe Dudes und Dudorellas, da sind wir wieder mit unserem zweiten Teil des Let's Plays Resident Evil 8 Village. Gucken wir mal, seht ihr auch schon am Bildschirm unseren ersten Versuch bzw. den ersten Teil nicht ganz so erfolgreich zu Ende gebracht wie gewünscht. Dem geschuldet, dass ich hier völlig überfordert war, gar nicht mehr wusste, was die von mir wollten, beziehungsweise wusste, was sie wollten, aber sie sind ja dann von überall gekommen. Ich gehe jetzt auf neu starten, wir versuchen es einfach nochmal. Schauen mal, ob wir es diesmal besser hinbekommen. Na, und der Rest steht in den Sternen. Viel mehr haben wir ja leider auch noch nicht gesehen, außer dass wir mit einer Axt gekillt wurden und dass da jemand angefangen hat, uns zu essen. Wie man sieht, hat dieser jemand relativ schlechte Zähne gehabt, aber vielleicht ist das da so üblich. Fangen wir einfach mal an. Wie immer, schreibt doch zwischendurch in die Kommentare, ob ich was vergessen habe, ob ich irgendwas nicht gesehen habe, was ihr vielleicht anders gemacht hättet oder schon anders gemacht habt. Weil wenn ich das hochlade, dann wird das Spiel natürlich auch schon draußen sein, offiziell. Lassen wir uns überraschen. Lasst ein Like da und viel Freude mit der nächsten Stunde. Also erstmal nochmal gucken hier. Okay, Schrotflinte haben wir noch nicht. Kann ich das hier irgendwie. Macht's heute mal total. Kürre. Brauche irgendwie einen schnelleren Überblick. So, herstellen können wir weder Arznei noch Pistolenmunition. Schätze, haben wir auch noch nichts gefunden. Sitzt mal hier drinnen. Hier kam auch, wenn ich das noch Over. richtig in Erinnerung habe. Brauchen hier jetzt auch so ein paar Dudes rum. If there are any survivors out there, come to my to Louise's house. Ne, ich würde es eigentlich nicht untersuchen. Ich hatte gehofft, dass ich es schnell ausrüsten kann. Survivors? Oh, 10 Schuss ist für die hier irgendwie auch. Oh, diese Hand, Alter. So, jetzt muss ich mich ganz kurz immer orientieren hier. Okay, von da bin ich ja irgendwie, glaube ich, gekommen. Genau hier rein geplumpst. So, und jetzt geht's hier gleich richtig verrückt ab. Fand ich jetzt mal richtig gut. Ach, das muss ich mir hier irgendwie noch angewöhnen. Oh shit. Da ist doch schon wieder einer hinter mir. So, Flinten, Pistolen. So, aber wo ist die fucking Munition. Ja, kommt mal rein hier. So, ich bin an der fucking Schrotflinte vorbeigerannt.
Mann. Wo war die fucking Schrotflinte drinne? Hier war die Schrotflinte drinne. Ja, zumindest habe ich jetzt schon ein paar Maulschellen verteilt. So, mal kurz zugemacht. Okay. Da ist jetzt dieser riesen Motherfucker hier rein. Wow. Okay. Shit. Toll, dass ich jetzt hier ganz viel Geld einsammle. Wow! Okay, der hat mich ein bisschen überrascht, der kleine Arschpuper. Hau mal ab hier jetzt. Oh ne, killen die mich jetzt schon wieder? Hallo? Wow! Alter! Du Scheiße! Der die Werwolf. Okay. Hallo? Alter. Und mit der Hand ist ja ein bisschen krass. Keine Likes für Like It. Lykens? Lykana? I don't know. Oh.
Nee, da, wir wollen da noch nicht hin. Wir wollen jetzt hier erstmal noch mal ganz kurz Lucky Lucky machen. Solange wir jetzt hier mal kurz eine halbe Sekunde atmen können. So, bestimmt die Hälfte vergessen. Schießpulver, siehst du. Schon mal importante. Tür. Eingang. Ich bin hier nämlich ja nicht hochgekommen. Kicken es hier oben noch was. Okay, hier oben ist nichts mehr. Ich blicke hier auch ehrlich gesagt nicht so ganz durch hier. So, warte mal, was haben wir hier? Mechanische Tür. Bis hier kann ich drüber. Jetzt trotzdem noch mal ganz kurz. Und genau hier. Können wir das mal aufmachen. Können wir diesmal in der Hektik vergessen. So, das hier haben wir soweit auch durch. Jetzt wollte ich noch mal gucken, wo es hier lang geht. Oder geht es jetzt hier lang, da wo wir gerade waren, zu der Oma? Ja. Zu der alten Dorfzauberin oder genau, wo jetzt hier lang? Reservoir. Ui. Okay. Zum Anfang drin, wo sie den unseren coolen Opa hier durch die Decke gezogen haben. Ach so, warum komme ich hier jetzt nicht mehr rein? Da war ich hier überhaupt reingekommen. Ja. Doch, man kann hier rein, natürlich kann man hier rein. Und da komme ich nicht mehr zurück. Komme ich jetzt hier links lang? Nee, komme ich natürlich nicht. Okay, wissen wir zumindest erstmal grob, was hier los ist. Beziehungsweise wissen wir überhaupt nicht, was hier los ist. Wir gucken jetzt mal zu der Klimper-Omi. In life and in death, we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you, the child's father. Child? Hey, wait, do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming! No, wait! Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again! Rose is here?
Okay, das hier kommt mir jetzt etwas bekannt vor. Das war nämlich auch der Teil, den man zumindest ein Stück weit in der Demo gesehen hat. Weil dieses komische Zeichen hier. Chemikalien. Oh, große Liter. Sagenhafte Wolfsmonster von einst. Möget ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen. Möget ihr kommen und uns bei lebendigem Leibe zerreißen. Wenn das mal kein Fanbrief ist. Markierter ist auf der Karte. Ja, markierter. Dietrich, okay. So, hier waren wir dran. So, jetzt muss ich trotzdem mal ganz kurz. Valkyrenstatue. Mal gucken, ob das nach Rose suchen. Na, was denn? Oh, okay. Das könnte hier wohl doch ein bisschen größer werden, das Ganze. Tagebuch, okay. Das war eigentlich ein Abend wie jeder andere, aber dann ist Chris aufgetaucht und hat unser Leben zerstört. Er hat Rose entführt. Er hat Mia vor meinen Augen erschossen. Mich haben sie außer Gefecht gesetzt und jetzt bin ich irgendwo in einem Wald. Was hat das alles zu bedeuten? Früher Morgen, Dorfanger. Gleich neben dem Wald war ein Dorf. Ich konnte einen Bewohner finden, aber wir wurden von monsterähnlichen Kreaturen angegriffen und er wurde getötet. Kurz darauf hat mir eine alte Frau erzählt, dass Rose hier im Dorf ist. Ich muss sie finden, bevor diese Dinger ihr zu nahe kommen. Das ist von der E-Mail gewesen, die wir da gefunden haben. Tipps, Schätze haben einen hohen Wert und können beim Duke gegen Lay eingetauscht werden. Wenn sie einen Schatz haben, untersuchen, um ihn aus verschiedenen Winkeln zu betrachten. Ziele. Herstellen, haben wir die Objekte, Inventar, Material, bewegliche Regale, zerstörbare Objekte. Mit L1 werden sie gegnerische Angriffe ab. Drei Finger, Paul. Mal gucken. Das hier wie in der Demo, ja. Okay, hier kann man definitiv nicht lang. So, an der Statue waren wir. Schloss Dimitrescu. Ein Friedhof. Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, den möge der Zornmutter nehmen lassen. Okay, also wieder eine kleine Sammelaufgabe, nehme ich mal stark an. Guess this leads to the castle. Hier ein grünes Kraut. Das nehmen wir doch. So, da kommen wir nicht. Rein. Äußeres Schlosstor kommen wir auch nicht. Da kommen wir nicht rein. Hier ist ein Brunnen.
Und sagen, wir laufen jetzt mal ganz kurz hier auch weiter lang und schauen uns hier drüben noch mal kurz um. Ich glaube nämlich von der Seite kommt man rein. Hier nicht, aber von der linken. Rostige Reste. Kommt man auch nicht rein. Okay. Nee, von da kommen wir definitiv nicht rein. Oder? War so, als wäre man irgendwie reingekommen. Aber okay. So, da waren wir noch nicht. Jesus Christ. What's going on? So, durch das Tor kommen wir ja auch nicht. Hier kommen wir aber rein. Ha. Rups. Da kommen wir, glaube ich, auch hoch. Aber Festung, Sägewerk und nach links ist, nach rechts ist der Friedhof. Ich laufe immer ganz gerne hier einmal außen rum, gerade in den Evil-Spielen, um einfach zu schauen, ob hier vielleicht irgendwo an der Seite noch ein Versteck oder ein Geheimnis liegt. Hier zum Beispiel der Boden. Auch wenn wir den noch nicht bedienen können. Nehmen wir mal an, da fehlt wie in den alten Teilen Sechskant. Den wir da einstülpen können. Okay, das war relativ einfach. Ich würde sagen, wir schauen uns auch gleich mal Church hier. Sollte Unglück über das Dorf hereinbrechen, finde die zwei Relieffragmente. Eines ist in der Kirche, eines bei Luisas Haus. Mal drehen. Huhu. Okay, alles gut. So. Speichern. Cool. Erste Speicherung. Resident Evil 8, PlayStation 5. Wenn das mal nicht was Cooles ist. Kristallfragment, kristalliner Schädel einer scharfzahnigen Kreatur. Okay. Ein Stück weißen Minerals aus der Region. Wertvoll. Na, sieht schon abgespaced aus. Steht hier vielleicht irgendwo noch eine Ziege rum, die wir abschießen können? Okay, Mutter Dimitrescu. Keine Ahnung. Wie sieht nicht. Das ist so bestimmt der Werwolf-Dude. Der Riese, den wir da gesehen haben. Könnte ich da wetten. Oh, ich würde jetzt aber eigentlich gerne erstmal da hin. Und das machen wir jetzt auch. Einfach mal gucken, ob hier was passiert, wenn wir dieses Objekt hier ablegen. So, da ist noch so ein schönes Türchen. Dass das hier richtig ist. Okay. Pff.
Muss allerdings mal einmal gucken. Warum ich hier diese Adaptive Trigger bisher nicht hatte, obwohl sie eingeschaltet waren. Na, gucken wir mal. Gut, wir wissen ja ungefähr, was hier auf uns zukommt. Eine Mine, geil. Warum ist es noch rot? Ich hatte noch was vergessen. Oder ist das wegen den komischen Mehlsäcken hier? Nein, da ist was und. Blö, es ist blö. Ja, soll ich ihn nur noch im Kopf schießen? Na, komm her, Mausi. Und hier mal wieder raus. Kann ich die nämlich besser beobachten. Na komm, wo seid ihr? Weiß, ihr seid hier. Ich weiß doch, dass ihr auf mich wartet. Cool, wo geht's denn hier lang? Das Action kenne ich ja noch gar nicht. Curry, aber ich kann ihn leider nicht genau orten. So, Ethan, beweg dich doch mal ganz kurz hier. Bin ich schon mal gut? Jetzt der andere Arsch. Mhm.
Ich mache Kohle ohne Ende. Kohle ohne Ende. Naja, man sieht hier auch nichts. Hallo. Hallo. Ich stehe noch mal rum. Sieht nicht so aus. Okay. Rostige Reste nehmen wir immer. Hey, komm ich denn da rüber? Hier kommt man rüber. Hallo. Munition, sehr schön. Du 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 du. Ein Bett im Kornfeld. Was ist immer frei, denn hier gibt's Wölfe. Und was ist schon dabei? You. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. And she's not answering and the gate is locked. Quiet, girl. He's an outsider. Oh. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? Okay. No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Shh, quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. And don't move until I get those gates open. Ich muss jetzt erstmal auf den Top gehen hier. Hm, Chemikalie. Guck. Mal auch die Tür zumachen, wenn man hier drin ist. Tja, ich habe leider hier nichts zum Aufmachen. Erstmal beide reinlassen. Ja, dann machen wir das doch, oder? Come on, it's clear. Hurry, hurry. Took your damn time. Oh, you're welcome. He's not used to relying on other people. I'm sorry. We'll be safe in here, won't we? Safer here than out there, that's for sure. Das stellt sie, hey, die Frage stellt sie mir. You know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Help me. We have to get inside.
Jo. Hello? Anybody home? Maybe a familiar voice. Louisa! Open up, it's me, Elena! Stop shouting. You'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. But that's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now, this way. You're not from this village. No. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go! Well, if Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Wait here. I'll check on the others. Überspeichern wir einfach mal, damit wir hier gleich nicht nochmal hin und her gucken müssen. Falls wir nochmal scheitern. Louisa, Sie haben sich schon wieder Vieh gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Okay. This way. Ah, falsch. Nein, lass mich erst durchgucken. Hier, ich will erst durchgucken. Das hat die falsche Taste gedrückt. Okay, sind es die Orte, wo die Schätze versteckt sind? Kann das sein? Ja, ich glaube beinahe nicht. Windmühlen. Okay. Sieht aus wie eine Fabrik da unten rechts, das Bild. Come inside, the others are waiting. What the fuck is this? Outsiders, you're gonna get us all killed! Quiet, Anton! He helped Leonardo and Elena. We were doing fine by ourselves. Please, Ethan, take a seat. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? All that's left? There is no one left! A worthless... invalid, a stupid, wailing bitch, and you drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing, and expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half, but tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxana! That's enough! This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Louisa, where is your husband? Did they? No. No, he is out there. Somewhere. He went to get help. Yes, that's it. He went to fetch help. Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come. Gather. Great ones, hear our voice. Together as one in reverence, we call on thee within the endless dark to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice.
and await the light at the end. In life and in death, we give you glory, Mother Miranda. Now, the tea should be ready. Come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. You mean a hag? Dumb bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it shall protect us. What are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? Father! Elena, no, stay back! No, let me go! We have to go! Taffe Braut. I'm so sorry, Father. Hey, that wasn't your father anymore. You did the right thing. Elena, no. There's nothing you can do. Papa! This entire place is collapsing. No! You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No. We're getting out of here. Together. I gotta get out of here. Krasser Scheiß auf jeden Fall. Also die scheinen sich auch zu infizieren, wenn sie gebissen werden. Kommt uns ja irgendwie auch bekannt vor. War ja auf jeden Fall mal nicht schlecht. Auch ganz schön derbe. Hat da einmal ganz kurz den ganzen Rest des Dorfes einmal auseinandergepflückt. Hier waren die Reihentöpfe überall. Falls nötig, nimm dir den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Autoschlüssel. Untersuchen Sie Objekte genauer, um eventuell neue Hinweise zu finden. Ja, okay. Flintenmunition kann ich immer gebrauchen. Das scheint es ja auch schon tatsächlich gewesen zu sein. Keine Ziegenfiguren, die wir hier abschießen könnten. So sieht es zumindest aus. Aber bestimmt schon eh noch vergessen irgendwo. Okay, Feuer wird immer mehr. The fire's moving fast. Back. We can bust out with this. Okay, warum soll ich jetzt den Schraubenzieher nehmen? Der Autoschlüssel funktioniert doch.
Cool, jetzt brennt das Auto schon. Boah, ist das Auto gerade zur Seite gekippt? Crazy. Let me back up again. The fire. There isn't any time. More to go but up. Grab on. Hurry. Let's move. Don't worry. And try not to breathe in the smoke. I know. Thank you, Ethan. You're kind. I hope your family is safe. I do too. Once we get out of here, maybe you'll... Come on. It'll hold. There. That's our way out. Oh, thank God. But what then? The village is still full of monsters. We can't fight them. There's too many. Hey. Hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No. That place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? Elena, no. That's not him. Not anymore. He said my name. Father! Wait, it's not safe! Stay there! Come on! Give me your hand! Ethan, go! Save your daughter! Elena, don't give up! Reach for me! God damn it! Okay. Oh, Mann, ey. Dying on me. This is just too much. Oh, Mann, Alter. I just don't get it. Na, den hab ich jetzt auch nicht gerafft. Mann, ey. Die hätte er doch wirklich jetzt mal retten können. This place is going mad. Why the fuck is this happening again? Shit! Ist klar, dass er mich da nicht reinlässt. Dann soll ich da auch reingehen. So, und nun? Ah. Okay. Dämonenfragment, das Schlosstor öffnen. Dafür war der Schraubenzieher, alles klar. Das ergibt ja auch irgendwie ein bisschen mehr Sinn. Who's there? Oh, stop! Mother Miranda! Hey! Who was... What was that? Kann nicht laufen. Der Dude. Hier ist der Dude. Hier ist nur Blut vom Dude. Eieieiei. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt den Typen nicht finde. Der hat eine dicke Pumpe bei gehabt. Hat die den jetzt bis hier rüber geschleudert?
Okay, also das Glöckchen hat geläutet. Dann haben wir jetzt hier bestimmt gleich wieder 1000 Viecher. Das ist wieder die Hexe. Muss mal einmal ganz kurz gucken. Speicherpunkt, Brunnen, Schmiedeeiserner Schloss, Dietrich. Vorhängeschloss. Dietrich. Oh, ich habe heute Luisas Haus vergessen. Toll. Death. Yes. Death has visited them all. Jesus. Die ist ein bisschen spooky hier, die Truhe. So, ich möchte einmal dahin und das ausprobieren. Okay, da komme ich natürlich nicht lang. Wäre mal interessant, ob ich mit dem Schraubenzieher diese Dietrich-Dinger da aufkriege. Beziehungsweise auch das hier. Nö. Okay. Also dafür ist der Schraubenzieher definitiv nicht gedacht. Habe ich ihn überhaupt noch? Wichtiges. Ne, habe ich auch gar nicht mehr. Dämonenfragment eingesetzt und schwuppdiwupp sind wir im nächsten Abschnitt. Und wir kommen der Burg immer näher, wenn wir jetzt nicht sogar schon direkt zur Burg gehen können. Das hier sieht mir nämlich ziemlich danach aus. Was ist das hier, eine gelbe Schnur? Cool, ich kann hier tatsächlich so rübergehen. Aber warum? Gibt's hier etwas, das ich finden könnte? Ne, scheinbar nicht. Kann hier auch nicht rüber. Tja, warum? Geht hier das gelbe Seil in das Wasser? Das ist ja mal ein total schöner und beruhigender Eingang. Schöner Flur. Well, well. Didn't think anyone was left. You must be pretty tough. Who the fuck are you? Oh, you're not local. Even better. Whoa, what? Mother Miranda's gonna love you. Okay.
your whining. We're almost there. Ay. The man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love entertaining foreigners. Furthermore, I can show you that you entrust the mortal to house the mortals. My daughters and I are delivered to the point. Get out of the way, ugly! I want to see! He's awake! Hey, shut the fuck up! What? Where? You mean you'll screw around with him in private? Where's the fun in that? Give him to me, and I'll put on a show that everybody can enjoy. Oh, so gauche. What do we care for bread and circuses? The man thinks suffering is assured. Gag, gag, if a man's dick is cut off in the castle, blah, blah, blah. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn mouth! And don't be a sore loser! You'll find your food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded to him. Oh, keep glory. One day your head might actually fit your ego. Fight. Hey, don't I get a say in this? Silence! My decision is final. There will be no doubt. Remember from whence you came. Thank you. Lycans and gentlemen. We thank you for waiting. And now let the games begin! Let's see what you do. Ethan Winters. Get ready. No way! Ten. Nine. Okay, krasser Countdown. Krasser Countdown, um mal ganz kurz zu unterbrechen. Damit es nämlich nicht ganz so viel wird, sage ich euch schon mal Tschüss. Dudorillas, hoffe euch hat der zweite Teil gefallen. Wir starten natürlich gleich danach in den dritten. Schreibt mir in die Kommentare, lasst ein Like da, lasst uns sprechen, wie ihr es findet bis jetzt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Session. Bis gleich, Dudes und Dudorillas.